Ein herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei 7 Days to Die in der Undead Legacy Mod. Liebe Leute, wie ihr seht, ich war nochmal unterwegs. Ich habe ein bisschen Eisen gefarmt. Die Pickaxe ist fast kaputt. Es ist 18:42 und ich mache mich jetzt auch schnurstracks auf dem Weg nach Hause. Die Sachen eben abladen. Wie viel drin ist, weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Ich habe noch primitive Reparatursitze hergestellt und so weiter und so fort. Für den Fall der Fälle. Und ja. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ich kann hier jetzt nochmal einen von diesen Dingern hier mitnehmen. Die können wir nämlich zerlegen. Wie ihr wisst, wo ist es? Da. Schrotten. Das gibt 120 Stroh. Und damit können wir, wenn wir Harz hätten, uns noch einiges mehr an Sachen craften, was Reparatursätze bzw. Seile betrifft. Aber ich habe es jetzt einfach so mitgenommen. Wir haben noch ein bisschen Durst. Von daher ziehen wir uns da noch ein bisschen Flüssigkeit rein. So, dann geht's hier rüber. Das passt, denke ich, soweit. Die Klamotten ablegen und dann ab zur Blood Moon-Geschichte. Und ja. Die letzte Folge ist ein bisschen länger gegangen. Vielleicht wird diese ein bisschen kürzer. Also sobald die Blood Moon-Gefahr an der Stelle da gebannt ist. Werden wir da entsprechend auch die Folge beenden. Seht es mir nach. Ich denke, das ist ein guter Ausgleich zur anderen Folge. So, sehr schön. Dann schauen wir gleich mal, wo unsere Stats sind. Ich gehe hier nochmal eben schnell rein, dass wir hier, soweit es geht, die Sachen einsortieren, wenn irgend möglich. Genau, so, dann haben wir hier noch Geschichte und die Geschichte und Chrysanthemen können hier auch noch mit rein. Und das sollte nochmal da bleiben. Die Federn. Wir können das eben noch machen. Wir haben jetzt noch ein paar Eisenbarren. Mal 20 Eisenbarren herstellen. Und dann können wir noch 10 Platings herstellen und daraus können wir dann eben noch ein paar wir machen das dann noch so, zack, dann wird das noch hergestellt. 40 Pfeile aus den Federn, die wir noch haben. Dann passt das an der Stelle auch ganz gut, denke ich. So, sind wir denn gut ausgerüstet? Wir sollten noch schnell was essen. Da haben wir jetzt natürlich nichts mehr. Wir sollten noch schnell was essen. Benutzen. Genau. So. Und ein Mineralwasser, falls nichts mehr geht. Das Wasser packen wir jetzt nochmal hin. Wir haben 2 Mutis. 6. Das bringt 60. Das bringt 24. Bringt aber ein wenig effektive Verdauung. Das ist soweit in Ordnung, denke ich. Das sollte passen eigentlich. So, das nochmal irgendwie. Da, das war damit drin. Sehr schön. Die sind fertig. Die 40 machen wir nochmal schnell. Die 40 Steinpfeile herstellen. Die restlichen Federn. Darüber. Sehr gut. Und dann, liebe Leute, geht's hier rüber. Wo sind wir denn? Ne, da nicht. Da unten. Da müssen wir noch ein Stückchen laufen. Ich hoffe, unsere Stats haben sich soweit erholt. Ja, das sieht gut aus. Wir warten noch kurz auf die Pfeile. Das andere können wir auf dem Weg craften, denke ich. Haben wir denn genug Steine? Haben wir noch irgendwo? Oh Gott, haben
haben wir keine Steine mehr. Gott, oh Gott, wir haben keine Steine mehr. Dann schrotten wir die. So, und ich denke, das sollte jetzt ein bisschen viel, oder? So. Kommt, Leute. Rüber geht's. Auf geht's. Machen wir den Shelter da. Lasst uns rüberlaufen. Es wird schon leicht rot. Ich bin gespannt. Ich will mich wirklich stark zurückhalten beim ersten Blatt nun. Wie gesagt, das ist echt ein Provisorium. Und ich vermute mal, dass sie das Gebäude auch komplett auseinandernehmen werden. Jetzt fängt es an zu regnen. Ach, du ahnst es nicht. So ein Blockmond ist natürlich auch immer die Möglichkeit, so gut und so viel zu farmen, wie es nur irgendwie möglich ist. Das ist durchaus möglich, aber dazu braucht man erstmal entsprechende Waffen. Die ich aus meiner Perspektive erstmal jetzt nicht so sehe, dass wir diesen Vorteil genießen. Von daher. Okay. Ich hoffe, Adler kommen nicht. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, der erste Blood Moon. Na, ich habe mal eben gucken wollen, ob hier eventuell eine Leiter hochgeht. Das muss ja nicht sein. Aber die Arbeitsleuchte, die können wir durchaus mitnehmen. Da habe ich jetzt Tatsache echt weniger Schmerzen mit. So, ach so, verstecken brauchen wir uns übrigens auch nicht. Die finden uns eh. Von daher, schauen wir noch mal ganz kurz. Jetzt habe ich die Spitzhacke natürlich nicht abgelegt. Das wäre natürlich toll gewesen, wenn wir das irgendwie hingekriegt hätten. Reparieren werde ich das auch noch nicht. Das sieht soweit erstmal gut aus. Ich glaube, der erste Blood Moon wird wahrscheinlich enden. Uns unbedingt Kleidung besorgen, ne? Das ist echt schlecht. Ach, guck mal an. Rekord war übrigens 6 Stunden 22 Minuten. Das ist aber Realzeit. Ja? Also nicht die Stunden hier, sondern reale Spielzeit. Das ist ganz interessant. Das ist ganz interessant. Körpertemperatur ist nur 11 Grad, also also es kann hier hinhauen. Ich glaube, die Umgebungstemperatur müsste da sein. Sprunghöhe 8%, Beweglichkeit 94%, Angriffsgeschwindigkeit 1,26.
Doch, nicht schlecht, ne? So, jetzt konzentrieren wir uns, liebe Leute. Jetzt wird's richtig knifflig. Jetzt wird's mies. Ich weiß gar nicht, was für eine Stage wir eigentlich haben. Gucken wir eben. Spielstadium 16, also viel kann da jetzt noch nicht bei rumgekommen sein. Aber wir werden es herausfinden oder sehen oder was auch immer. Ich denke mal, dass die den Bunker hier ziemlich kaputt machen werden. So, ich bin komplett durchnässt. Wenn wir den überleben, und das sollten wir, wir haben uns auch Gedanken darüber machen müssen wegen Kleidung. Also, grundlegender Plan ist, nach Blood Moon clearen, umziehen, das ein bisschen hübsch einrichten, das alles so machen, wie wir das wollen, und ein bisschen die Base absichern. Ich denke, dass wir in der Zeit in Anspruch nehmen und dann Missionen bei dem Händler machen. Dafür gibt es am meisten XP, dafür gibt es am meisten Coins, und von den Coins können wir uns Bücher kaufen, wo wir uns Forschungsdaten kaufen können und das raussuchen können, was wir brauchen, und ja, natürlich vielleicht auch ein paar Klamotten. So, 22 Uhr, Blood Moon aktiv. Aber ich sehe noch keine. Es kann sein. Ah, Leute, das wäre natürlich doof. Kann sein, dass ich die Einstellungen in den Einstellungen nicht das Richtige eingestellt habe. Die sollten ja eigentlich sprinten beim Blood Moon. Aber ich mir das so anhöre. Dann ist da unten schon Action. Den habe ich jetzt aufgeweckt. Okay. Die schlagen sich hier durch. Oh mein Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ui, 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 ui. Okay, also so wirklich ist hier noch nichts los, aber das hat auch nichts zu sagen, Leute. Tatsache. Also hier ist schon was los, das kann man so sagen. Wir müssen echt gucken.
Ich denke, ich werde auch eine Fighting Base oder sowas in der Richtung werde ich definitiv noch aufbauen. Also so eine kleine Combat Area beispielsweise. Die kloppen da drin alles kaputt, glaube ich. Dramatische Musik. Aber noch kein Gegnerkontakt. Das muss es jetzt nicht unbedingt haben, Leute. Ganz ehrlich. Wir sind dafür einfach nicht ausgerüstet. Das ist das Problem. Wenn wir eine gewisse Defense Line hätten, eine Position, wo wir kämpfen hätten können. Und ja, ich habe da schon so eine Idee, wie wir was aufziehen können. Aber dafür haben uns bis jetzt die Ressourcen gefehlt. Ich will jetzt aber auch nicht so viel los. Hört euch das an, Alter. Ich hab ein bisschen Angst. Ich habe tatsächlich ein bisschen Angst hier. Okay, den haben wir angelockt. Oha. Oh mein Gott. Ich hoffe, die brechen da nicht durch. Dann wird's kritisch. Oh, sehr gut, da brennt schon mal jemand. Okay, aber sie sind unten. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein. Ah! Oh Gott! Oh mein Gott! Bitte kommt hier nicht näher! Nein, nein, nein! Ah! Okay, wir müssen hier wieder runter. Das ist nicht gut. Ah! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war keine gute Idee. Das wird uns auch nichts bringen, das ist das Problem. Ah! Ah! Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir müssen laufen.
so lange, bis der Block nun zu Ende ist. Also, wenn das Sprinten gewesen wäre, wir wären schon dreimal tot, Leute. Ihr seht, wie knifflig das eigentlich ist. Schuss haben wir noch. Und ich muss wieder weglaufen. Es hilft nichts. Ich habe tatsächlich gedacht, dass wir in dem Haus echt einigermaßen sicher sind. Aber ich glaube, gegen 2 Uhr müsste das hier eigentlich auch aufklaren. Und ich denke, zum nächsten Blood Moon muss ich mir was überlegen, weil Laufen ist, ja, weiß ich nicht. Joggen vielleicht, Sprinten, ich weiß nicht, das ist ja kein Joggen. Das ist ja auch nur Laufen, schlussendlich. Das kann, muss anders werden, glaube ich. Das muss anders werden irgendwie. Vielleicht kann ich jetzt hoch. Da ist jetzt keiner mehr oben. Okay. Wow. Nice. Okay, okay, ich hab's verstanden. Ich nehme jetzt den Loot noch mit hier. Ah! Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah! Mal gucken, ob ich recht behalte. 2 Uhr, ob das die Dead Zone sozusagen ist, die Deadline.
Nein. Okay. Zweimal daneben gehauen. Das ist echt traurig. Oh, tschüss. Oh Gott. Oh, nice. Sehr. Doch nicht. Ich dachte, das wäre die richtige Munition. Aber ich glaube, das war's. So viele waren es dann nicht, aber es hat, hätte theoretisch. Es hätte theoretisch gereicht, um uns hier echt in ernsthafte Schwierigkeiten zu bringen. Sehr schön, irgendwo sind da noch welche. Gott, hier ist noch alles voll. Das ist noch alles voll. Das ganze Haus ist noch voll. Oh. Okay, sehr schön. Also das Eisenrohr ist gar nicht so verkehrt. Leute. Ist das Fahrrad eigentlich reparierbar? Ja, das Fahrrad ist reparierbar. Wir brauchen eigentlich nur einen Fahrradreparatursatz. Jetzt mal nicht übermütig werden hier. Nicht, dass wir noch in den Keller fallen. Und dann haben wir den Salat. Das braucht ja nun mal gar keiner. Gott. Jetzt haben wir. Oha, jetzt haben wir was angelockt. Jetzt habe ich auch was angelockt. Wow! Ja, komm doch her, du! Ah!
Hätte ich mal Koffein mitnehmen sollen, ne? Wäre vielleicht besser gewesen. Sehr schön. Ordentlich. So, dann müsste es aber um 4 durch sein. Also wenn es jetzt um 6 erst durch ist, dann habe ich mich echt hart verschätzt. Richtig hart. Sehr schön. Cool. Ordentlich. Stiff Tool. So, es hakt jetzt hier ein bisschen. Warum, weiß ich selber nicht so ganz. Aber die Kiste machen wir noch auf, liebe Leute. Was ist drin? Zwei was? Zwei Mistgabeln. Alter Schwede. So, kommt und raus hier. Sehr schön. Liebe Leute, es ist vorbei. Der erste Blood Moon ist erledigt. Wir können quasi unsere ursprüngliche Mission wieder aufnehmen. Und ja, ich werde mich jetzt zurück zur Homebase begeben. Für euch ist die Folge an der Stelle leider zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war ein bisschen ruhiger, trotz Blood Moon, aber ich denke, Spaß war dabei. Und ja, mehr bleibt nicht zu sagen. Ja? Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Gerne auch ein Abo, wenn ihr zum ersten Mal eingeschaltet habt. Und ganz wichtig, schreibt was in die Kommentare, lese ich mir gerne durch. Und ansonsten bleibt nicht viel zu sagen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.